Zwei Bayern-Reservisten denken offenbar an einen Abschied im Sommer. Wie die Sportbild berichtet, soll Linksverteidiger Juan Bernat bereits im vergangenen Sommer seinen Wechselwunsch geäußert haben. Die Bayern sollen bereits schon auf der Suche nach einem neuen Linksverteidiger sein. Auch Nationalspieler Sebastian Rudi soll dem Bericht zufolge mit seiner Rolle in München nicht glücklich sein. Aus der Bundesliga soll es zahlreiche Interessenten für den Nationalspieler geben. Zuletzt wurde der Mittelfeldspieler mit seinem Jugendverein VfB Stuttgart in Verbindung gebracht. Der Wechsel von Kölns Leonardo Bittencourt zu Werder Bremen schien nur noch Formsache zu sein. Doch jetzt erklärt der Mittelfeldspieler, dass noch keine Entscheidung gefallen sei. Der Bild sagte Bittencourt: "Ich habe mich noch nicht entschieden." Auch der Berater des 24-Jährigen äußerte sich: "Ich kann nur bestätigen, dass es derzeit verschiedene Anfragen aus der Bundesliga und dem Ausland gibt. Entschieden ist aber noch nichts", sagte Bittencourts Berater dem Express. Der Noch-Kölner kann die Geißböcke angeblich für eine Summe zwischen 6 und 8 Millionen Euro verlassen. Bis zum 30. April hatte Atletico Madrid Antoine Griezmann Zeit gegeben, einen neuen Vertrag zu unterzeichnen. Der ist nun vorüber und wie die Marca schreibt, hat der Franzose diese Deadline reaktionslos überschritten. Außerdem hätte es bereits Gespräche zwischen dem 27-Jährigen und dem FC Barcelona gegeben. Die Katalanen seien bestrebt, die Verhandlungen so früh wie möglich abzuschließen, am besten noch im Mai. Dazu passt, dass Griezmann einmal sagte, er wolle bis zum Start der WM Klarheit über seine Zukunft. Zwei deutliche Zeichen dafür, dass sein Wechsel zu Barca nicht mehr fern ist.